Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Let's Play WoW, Folge 105. Wir fangen direkt mal mit dem Läutern an. Oh, das sieht gut aus. Das, ja gut. Sag ja, funktioniert nicht immer. Aber sieht recht gut aus dafür. Ja. Oh, sieht so leer aus. War hier etwa jemand farmen? Hust, hust. Können wir gleich nämlich auch ein bisschen Dings wieder herstellen hier. Ah, das sieht so toll aus, wenn man dreistellig krittet, ne? Kann nur besser werden. Okay. Der mag uns. Der mag uns definitiv. Geh weg. Oh, ja. Nur ein bisschen sich beschweren, dann droppt schon was Gutes. Nein, hat nicht funktioniert. Wieder 5. Ah, dann kommen wir doch hin. Dann sind wir wirklich erst ab 10. Vielleicht klappt das. Und wir können jetzt auch die Dinger herstellen, und zwar... Die machen jetzt nicht mehr nur Rüstung wie die alten Dinger, sondern die machen nämlich jetzt auch Stats, sprich Ausdauer, Beweglichkeit, Stärke. So ähnlich wie die Zauberfäden beim Schneider. Das, oh Mann. Ja, der hat aber, ja... Akro-Potenzial, merke ich. Ja, zack. Und... Nein. Ich meine, ich finde das ja einerseits cool, dass wir hier noch ein bisschen farmen können. Andererseits finde ich das nicht so cool, weil wir immer nur ja quasi rumlaufen. Und was auch sehr cool ist, wenn man halt Lederer ist, dass man sich selber seine Sachen herstellen kann, wie den Köcher. Als Jäger jetzt. Der Lederjägerer. Ich weiß noch, damals mein Bruder, der hatte auch einen Jäger. Der hatte dann auch immer wieder verschiedene Berufe angefangen, weil er nie den Beruf hochgeskillt hat, bekommen hat. Ja... auch manchmal eine Trantüte. Und was dein Charakter gelüchtet, ich sag euch. Dann hat er einen Hexer hat er gespielt, einen Magier hat er gespielt, einen Druiden hat er gespielt, einen Todesritter hat er gespielt. Also im Prinzip hat er alles mal gespielt. Hat er alles so bis 60 hochgespielt, 65 teilweise. Und dann hat er gesagt, nee, der ist voll öde geworden. Und hat ihn gelöscht. Ich hab gesagt, warum löschst du das denn? Er so, ja, er braucht das ja nicht, spielt das ja nicht mehr, sagt er. Nee, was ich oft mir in den Kopf gefasst habe, hab ich, oh, wie kannst du nur. Ja, unser erstes Buff-Food. Was wir benutzen können. Macht er denn? Guten Essen. 20 Stärke. Schön, dass ich helfen konnte. Können wir jetzt noch die Geier holen. Aber die kann man leider nicht kürschen.
Das fand ich auch immer doof. Dass man nicht alles kirschen kann. Aber gut, was will man tun? Oder auch nicht. Ich muss noch gucken, ob ich aufnehme. Ich wusste, man musste die irgendwann killen. Und die hätte man auch ruhig in Kombination killen können, finde ich. Wenn man die doofen Teile gesammelt hat. Schon was bekommen dafür? Nö. Ja, damit kann man auch mein Zaubermacht? Oder Crit Food? Irgendwas war da. Da konnte man auch tolle Sachen Essen herstellen mit. Also was das angeht, pimpen kann man sie immer gut. Und was nachher auch viel raus oder was auch raushauen kann, ist Verzauberung. Was ich allerdings doof finde, dass es keine Verzauberrollchen gibt. Sprich, dass man nicht diese Rollen verzaubern kann, die dann verschicken kann. Dass du dir halt wirklich immer einen suchen musst, der auch das kann, was du brauchst, wie Mungo oder so. Ja, so die Nahkampf-Verzauberung, die man gerne nimmt. So sehen auch die Rippchen aus. Flügelchen, wenn man die nachher kocht. Ja, für den Jäger war Beweglichkeit, konnte man machen. Große Beweglichkeit oder so, irgendwie sowas. Mittlerweile hat man das ja alles in seiner Garnison. Oder, wenn nicht, hat man immer noch irgendeinen Twink, der dann verzaubern kann. Oder muss dann ja, oder muss ja noch nicht mal 100 sein. Aber und selbst wenn, das geht ja mittlerweile ultra fix. Das ist ja das Tolle. Allerdings, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, da sage ich, das wäre cool, wenn das hier schon, wenn es das hier schon geben würde, diese Verzauberrollchen. Dann ist man nicht so auf die anderen angewiesen. Allerdings ist das halt auch wieder förderlich, die Kommunikation untereinander der Spieler. Sag mal, du musst dir jemanden suchen, damit du weiterkommst. Was momentan ist ja das ja nicht so gegeben. Da ist ja. Du kannst ja im Prinzip alles machen. Du brauchst ja auch nicht mal aus deiner Garnison rauskommen. Von da aus kannst du dann Quests. Hier Instanzen gehen. Raids. Apexis-Kristall kannst du, glaube ich, deine Garnison-Männchen holen lassen. Oder machst halt die Quest für die Apexis-Kristall. Und die brauchst du ja noch nicht mal in der Gruppe machen. Aber das ist das, was viele sagen. Und ich höre dann schon mal ein paar Videos, beziehungsweise sogar ein paar Videos von anderen YouTubern, die auch viel sich darüber, oder die da auch viel darüber erzählen, wie der Kapusch. Und der findet das auch nicht so prickly im Moment. Er sagt das und das ist so gut, aber da, naja, ist halt immer noch halt etwas lahm. Hat der etwa verfehlt oder ich bin, hab mich bewegt? Ich hab's nicht drauf geachtet. Fehlt kann auch gut sein, weil Trefferwerte brauchen wir ja noch. Haben wir nicht so viel, 16. Ja. Aber wir brauchen nicht so viel Trefferwertung wie beispielsweise Nahkämpfer oder so. Ich glaube, wir brauchen 100 oder 200, ich glaube 150. Oh, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht so viel. Wie Nahkämpfer. Mein Nahkämpfer braucht was um die 300. Da sind wir vorhin raus. Genau wie der Nahkämpfer mit einer Zweihand
mit einem Zweihand-Waffe. Er braucht auch nicht so viel Trefferwertung wie die Nahkämpfer mit zwei Einhändern. Das habe ich damals geflucht oft. Oh, naja. Hier kommen sie auch blöd fahren, ehrlich. Wie viel Butzertfleisch haben wir denn? Ah, da, 6. 7. Wie viel haben wir insgesamt? 42. Dadurch, dass ich hier schon mal gequestet habe. So. Schmeißen wir dem nochmal ein leckeres Fleisch an den Kopf. Können wir auch schön ausdünnen. Wir müssen nachher, glaube ich, auch. Obwohl, wir haben noch über 1000. Okay. Hm? 1600. Reicht noch gut. Sucht schon jemand für Hero. Bist du verrückt? Und dann sagt er, der verrückt heißt, ja. Cool. So, noch 2. Dann auch schon geritzt. Schöne Sache hier. So, dann. Rocken hier die Bude, wir rocken hier die Bude. Hier leichte Feder, den brauchen immer Magier und Priester. Magier für langsamen Fall und Priester für Levitieren, meine ich. Schön. Das auch fertig. So weich wie Butter. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so weich wie Butter ist. Ich glaube, da kriegen wir auch Baufutter, aber nur für Ausdauer und Wille. Und das macht Stärke und Wille. Meistens macht es Wille mit. Wille, wer ist denn Wille? Ich glaube Heiler. Weil durch Wille kriegt man Mana im Kampf. Ist die Regeneration im Kampf erhöht. Was gar nicht mal so verkehrt ist für Heiler, ne? Was ist das denn? Hat jemand was gegen einen Zerrer schon in 6 Minuten? Auch nicht schlecht.
Ja, Ausdauer und Wille. Wie. Och, passt, passt. Dann gehen wir nämlich Richtung Ehrenfeste und gucken mal, was das Leder so hergibt. Das ist doch sehr schön. 55. Mal gucken, manchmal ist das Essen sogar seelengebunden. Wenn nicht, dann würde ich das nämlich wegschicken. Und mir lieber Sachen mit Beweglichkeit schicken. Ich glaube, das ist besser. Weil Stärke erhöht nämlich nur die. Ja, nur die Angriffskraft, aber nur sehr wenig. Wie die. Ja, das ist fast gar nichts. Da ist für uns halt besser, ist Beweglichkeit. Von daher würde ich ja sagen, hole ich mir irgendwas mit Beweglichkeit. So, dann parken wir uns schon mal da. Mal verkaufen. Müll in den Taschen. Das Schöne an dem Müll, das gibt immer Kohle. Hier, das ist alles für 2 Gold, das ist super. Finde ich sehr gut, sehr gut. Ich habe immer noch nicht geguckt, wofür das war. Keine Ahnung, aber ich verkaufe die. Die Brandblüten brauchen wir auch nicht mehr wirklich, aber ich lasse mal im Inventar. So, das schon mal. Nicht herstellen. Aber wir wissen immerhin, Game ist online. Okay, abziehen. Ja, das ist gut. Stöbern wir mal. Haben wir 19 20 Stück wieder. So schnipseln wir uns neue Handschuhe. Kriegen wir erst die nächsten Teile, ne? Oh, 3 Punkte fehlen uns. 3 Punkte fehlen uns. Ne, lassen wir, lassen wir. Dann sammeln wir lieber noch ein bisschen Gedöns, Leder und besser ist es. Oder, ja, ich bin dann auch überlegen, ob wir eventuell noch die Hose mit herstellen. Was mich davon gerade abhält, ist, wir haben ja zwar eine höhere Mana-Regeneration, die ist eigentlich Müll für uns, sehe ich gerade. Okay, lassen wir das. Sagen, irgendwas stimmt da nicht. Kriegen wir das 13, das 315, okay, mit 315 kriegen wir die dicke dranreiche Hose. Kann ich mit 15, oh schön. Zu uns Beutel brauchen wir erstmal nicht. Hier, die brauchen wir.
60 AP. Das ist doch was. So, dann gehen wir erstmal Post verschicken. Ah, Server neustart in 3 Minuten. Quasi ein Rauswurf. Hm. Ausdauer will er. Guck mal, was wir tun. Schon jemand finden und das. Oh, die behalten wir mal. Besser als nix. Oh, passt, passt perfekt. Wir sind ja schon in den 20 Minuten, sehe ich auch gerade. Von daher kein Problem. Zack. So, wir haben auch Geld angenommen. Ich glaube, wir hatten zu Anfang irgendwie 20 Gold oder so. Schon gut angenommen hier mit 75. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.